Willkommen zurück, Zock mit Bohnen, die Uncharted Collection für die PlayStation 4. Wir spielen Teil 1, wir sind hier mitten im Tempel und es geht direkt weiter. Ja. Denn wir haben ja keine Zeit. Und ich kann kurz mal den Chat fragen. Eben gerade hat ein vielleicht übereifriger Helfer im Chat behauptet. Aufs Spiel? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass der erste Teil, den wir hier gerade spielen, auf der PS3 noch ein bisschen schlechter ausgesehen hat. Das kann natürlich gut sein, wäre ja auch okay, wenn man hier ein bisschen was überarbeitet hat. Ich würde gerne mal wissen, vielleicht kann es einer von euch schreiben, was sich da verändert hat, ob euch da irgendwelche Änderungen auffallen. Ist es flüssiger? Weil ich glaube, es war schon immer sehr flüssig. Also was, die Texturen waren auch schon immer so, sage ich mal, relativ scharf. Ja, guck mal, das Wasser hier und so, das war schon vielleicht Wasser und Licht oder so. Na? Ja gut, schreibt es rein, wenn ihr was wisst. Also, das würde mich mal sehr interessieren. Was ich weiß, ist, dass sie das Kampfsystem angepasst haben. Oh, fuck. Okay. Eigentlich eine dumme Idee, oder? Auf drei ja, Benzinfässer. Ey, wenn die da stehen, dann schieße ich da auch drauf. Ist ja doch Logen. Ey, guck mal. Das ist auch so ein Ding, ne? Sully ist ein alter Knacker. Und wir machen hier die waghalsigen Stunts und müssen aber am Ende mal irgendwas bauen, damit Sully halt hinterherkommt. Ne? Wenn der Jetpack hätte, wäre das Spiel nur halb so lang. Das stimmt. Plus, das Lustige ist ja, er ist ja hier schon so dieser Lethal Weapon, too old for that shit. Ja, ja. Geil, ja. Und ich meine, es geht noch drei Teile weiter. Was da noch an Action kommt, denke ich mir jedes Mal, Alter, Sully, du warst doch schon in Teil 1 zu alt. Ja. Wie soll das denn gut gehen? Sollen dich irgendwann als Roboter irgendwie mitnehmen? Aber nur so ein Gehirn in so einer sturzigen Glas. Ja, dann muss ich rumschlägen. So auf dem Gürtel. Ja. Das gefällt mir. Ach ja, das sind auch so, das sind so fiktive Charaktere, die ich echt lieb gewonnen habe, wo ich nicht möchte, dass sie sterben, wo ich auch noch nicht genug habe von. Ist interessant, oder eigentlich? Sowas wie Halo haben wir jetzt auch vor kurzem, habe ich ja gespielt. Na, Moment. Ich warte mal. Ah, das sind jetzt nämlich die. Ah, das ist wieder so ein Rätselding. Ja. Aber das muss man sich nur merken. 1, 2, 3 ist die Spinne, 4 ist der Bösewicht. Okay, alles klar. Ja? Ja, ja. Gut, ich hoffe, ich verwirre dich nicht mit meinem Gedanken jetzt. Nee. Du musst ja, kannst auch nicht zuhören, merk dir einfach nur die Symbole. Okay, das die ist Zahlen. Schurke, der war zuletzt. Was ich sagen wollte, war das bei einem Spiel wie Halo, so gut es auch sein mag und so, da hat es mich ein bisschen verloren, was so den Charakter des John und so angeht. Irgendwann hat man, sind alle Fragen mehr oder weniger beantwortet oder interessieren einen irgendwann nicht mehr, weil so viel auch passiert, es wird so dramatisch und es ist überreizt es irgendwann. Aber hier bleibt es trotz allem so ein bisschen menschlich. Die Action ist total over the top, aber es bleibt immer konzentriert auf die beiden Charaktere oder auf die 3, 4, die gerade relevant sind. Also ich weiß nicht warum, ich habe jetzt keine Lösung, aber ich bin dessen noch nicht überdrüssig. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Was ich aber bei anderen Spielen durchaus beim vierten Teil habe. Ja. Also weiß auch nicht, woran das liegt, wie bei einem guten Film scheinbar oder so. Man will einfach mehr davon haben, egal ob es irgendwie jetzt noch originell ist oder nur mehr vom Alten. Ja, das ist meine Meinung, macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt sie auch gerne ignorieren. Nein. Oh, zocken wir irgendwann mal Beyond Good and Evil. Das ist interessant. Ja. Ich habe es mir vor kurzem gekauft. Echt? Ja, aber auch mehr so als Sammel. Objekt, naja, also okay, als digitale, ich will es einfach in der Liste haben und ich dachte mir, ach, zur Not spielen wir es hier irgendwann mal. Aber ich habe es auch nie durchgespielt. Ist aber ein interessantes Spiel. Ich lese von euch bessere Texturen und besseres Licht. Außerdem die Auflösung der PS3 Uncharted 1 hatte 720. Ja, das stimmt. Und 2 und 3 hatten dann 1080p. Und das sieht man durchaus auch schon im Vergleich dann. Okay, 60 Frames sind wohl wirklich neu. Es waren wohl vorher 30. Ah, siehst du? Ja, so hat sich doch einiges getan. Lohnt sich dann, erst recht. Auf jeden Fall. Butterweich alles hier. Ja, auf jeden Fall. Also, es spielt sich wirklich butterweich. So, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Jetzt kommt nämlich der Schurke, der ist nicht erfreut, dass ich das Rätsel gelöst habe. Fump. Und? Oh, das sind eine interessante Info von jemandem, der sich... Oh, Entschuldigung. Nee, es ist nee, ja... Nee, ich warte. Ich warte. Ich wusste, da kommt ein Spruch. Yeah, looks like there's a ladder cut into the side.
Wait here while I check it out. Be careful. In einem Spiel steigt man dann natürlich problemlos runter. Aber würdest du da auch nur annähernd, würdest du auf diese glitschigen, rutschigen Stufen mit, dich mit der Hand festhalten? Nie, oder? Nee. Ich würde die Feuerwehr rufen und sagen, weiß nicht, könnt ihr mir helfen, den Schatz zu bergen? Keine Ahnung, wie man sowas macht. Ja. Ach, das macht mich fertig. Vielleicht hat er irgendwie so Anti-Algen-Pulver entwickelt oder was. Vielleicht war seine Mutter ein Tentakel und er hat so Saugnäpfe. Da würde man aber das Fupp-Fupp hören. Sie konnte mit Sicherheit gut mit Tentakeln umgehen. Ich lese hier was sehr Interessantes. Und zwar, wenn man auf 60 Frames ein Spiel bringt. Okay. Also wenn man ein Spiel auf 60 Hertz hochbringt, ist es notwendig, Licht neu zu coden. Echt? Okay. Auch das ist eine Information, mit der ich nicht viel anfangen kann, außer sie weiterzugeben. Plansch, plansch, plansch. Schwimm, schwimm, schwimm. So wie schnell ist er nicht, ne? Nee. I'm really wet. Ja, ist ein Smarter. Dem entgeht nichts. Dem kannst du nichts vormachen, dem Nathan. Flup, flup, flup. Oh, hopp, hopp. Ja, ist natürlich immer relativ, also es ist halt linear. Man erkennt natürlich auch eigentlich relativ gut, wo man lang muss. Aber es ist alles, ist schon okay, alles. Das ist klassische so Adventure, Schule, alles so ein bisschen beleuchtet, wo man lang kann. Es gibt immer so ein Point of Interest, wo die Aufmerksamkeit automatisch hingelenkt wird. Und da findet sich dann hier oft die Lösung. Subtil. Nice one. Und da ist er wieder, der Sully. Haben wir ihn wieder. So, das gleiche machen wir mal. I've got this one. Alright. Oh, das sieht sehr stabil aus. This looks safe. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Muss ich jetzt irgendwie an Crash Bandicoot denken? Was ja übrigens super passt. Ich meine, das ist ja wirklich jetzt, da habe ich jetzt gar nicht mehr. Das ist ja wirklich auch von Naughty Dog. Crash Bandicoot, oder? Crash Bandicoot? Ja, war das nicht auch von denen? Echt? Okay. Na okay, oh Gott. Ja, ich würde sagen mal 50, 100 Euro habe ich, 30 Euro lege ich okay auf den Tisch und sage, doch, ich glaube, das stimmt. Weil es war halt dieser typische Lauf auch gerade, so wie Crash Bandicoot ja auch so ein bisschen Indiana Jones war. Na gut, egal, ist ja wurscht. Ihr werdet es mir gleich sagen. Oh, wir müssen auch Army Krog noch weiterspielen. Ja. Und wie heißt es? Vollgas. Vollgas auch noch. Uiuiui, kriegen wir alles fertig. Und Soma machen wir auch noch fertig. Ist alles, läuft. The temple must have been built around this. Around what? A statue. A gold statue. A huge gold statue. And look here, these people, they're worshipping the damn thing. At least, I think they're people. Of course. El Dorado, the golden man. Sully, it wasn't a city of gold, it was this. It was a golden idol. Man, can you imagine what that thing would be worth now? Look over here, tracks. I bet the Spanish dragged it out on cut logs. We're 400 years late for this party. So the trail's cold. Yeah, it looks that way. Son of a bitch. Unless. Unless what? We follow the tracks. Ja, wer so eine Spurrillen in den Stein fräst, der wiegt ganz schön was, ey. Ja, aber die mussten ja ihre Pyramiden bauen. Irgendwo mussten sie die Steine ja herkriegen. Vom ganzen Land wurden Steinquader hergeschafft. Nee, ich meine hier die Goldstatue, die hier geschleift ist. Nein, ich dachte, sie haben da so einen Steinquader lang geschliffen. Man kann ja immer ohne Nachdenken immer überall raufspringen. Ja, vor allem, da gibt es einen. Das ist eigentlich absurd. Es gibt einen Rückeingang. Wie heißt es? Hintereingang. Ja. Einfach mal einmal ein bisschen kurz mit so einem Quad irgendwie um den Berg rumgefahren. Schon alles viel leichter. Das hier übrigens, das hat mich voll genervt, weil man kann hier diese Schätze finden, die bringen aber überhaupt nichts.
Das ist einfach nur so ein Gimmick, so, dass so ein bisschen diese, das eigene Schatzsucher-Gefühl quasi antreibt, aber man hat nichts davon, außer gibt's nicht Achievements. Gibt es nicht mal irgendwelche Produktionsnotizen oder Videos? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil also es ist, habt ihr irgendwann auch nicht mehr eingesammelt? Man braucht das nicht wirklich fürs Spiel. Am Anfang habe ich sie noch gesammelt, wie blöd, bis ich dann gemerkt habe, das bringt gar nichts und es hat mich immer nur gestresst, überall rumzulaufen und die zu suchen und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Guck mal, ein deutsches U-Boot. Deutsche und ihre U-Boote, die dürfen nirgendwo fehlen, auch nicht im Dschungel. Das ist so eine... Guck mal, ey, ist das nicht nice? Vielleicht ist das PR. Eine Marketingmaßnahme. Für Urlaub und für Touristen. Let's check it out, huh? No, wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky? You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait. Hold on to this for me, will you? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Ganz interessante Meinung zum Thema Schätze. Ich fand die Schätze großartig, hat mich zum Durchsuchen der Areale geführt. War dadurch weniger gestreamlined. Also stimmt, ist weniger schlauchig dadurch, aber man kann ja auch ohne Schätze sich alles angucken. Ja, eben, also das kann man auch ohne Schätze machen und das Ding ist ja, dass die nicht so viel gebracht haben. Also wenn man irgendwie... Die hätten gerne mehr freigeschaltet, ja, meinst du auch. Sowas also wie, die, ja, was war eigentlich? Big Head Modus oder ein Lava Level. Ja, oder was ich, neue Klamotten oder so, keine Ahnung. Okay, das waren jetzt drei schlechte Ideen, aber wir sind auch keine Entwickler. Nein, also ich kann jetzt auch nicht darüber nachdenken und, was, und gleichzeitig spielen, aber also ein bisschen mehr. Irgendwas hätte ich ein sauberes Hemd, sauberes Longsleeve wäre schon mal okay gewesen eigentlich für Nathan. Ja, absolut. Oder, dass wenn ich die alle einsammle, dass Sony mir eine echte Vogelspinne schickt. Ja, die hätte so gern gehabt, hätte sie direkt am Booty weitergeleitet. Hätte ich für Booty erspielt, hätte ich die. Hangel. Ach so, Teil 4, Leute, wenn der kommt, natürlich werden wir den spielen. Klar. Den werden wir komplett knall durchnehmen. Ja, definitiv. Oh, es gibt hier, das ist auch schön, Infos. Es gibt Artworks und Krams für die Schätze. Also, man macht es nicht ganz so. Ach so, na gut. Immerhin. Immerhin, ja. It's a long way down. Ja, und man, die blitzen halt immer auch so im Dunkeln, ne? Also, die, dann funkelt es einmal und dann weiß man ja, okay, alles klar. Hier ist wieder irgendwo ein Schatz. Aber das Nervige ist, wenn man sich dann entschließt, die zu suchen, dann will man halt auch alle haben, so, ne? Also, halbe Sachen, da weiß ich nicht, ey. So ist es mit allen Sammelleidenschaften. Ich höre da immer gleich auf. Ich sammle auch keine Erfolge. Es ist irgendwie, ich merke immer wieder, dass es mich immer wieder reizt. Also beim letzten Batman-Teil. Da war ich wieder kurz davor, weil man ja alle Missionen haben will. Und dann hast du, wenn du alle Missionen hast, und dann hast du auch schon eigentlich fast alles. Und dann willst du halt 100%. Und dann hörst du mal kurz auf. Ich habe vielleicht eine Woche nicht gespielt. Komplette Motivation weg. Mhm. Und ich kam mir fast vor wie jemand, der aus einer Trance erwacht und sich denkt, hä, warum fand ich das interessant, diesen ganzen Kram zu sammeln? Ja. Die Riddler-Rätsel und dann schämt man sich ein bisschen. Ja, man schämt sich ein bisschen. Das gewünscht meiner Mutter, würde ich das nicht erzählen. Die würde ich auslachen. Ja. Was hast du gemacht? Ach, guck mal, nächtelang? Hier. Das sind doch alles Postkartenmotive hier. Guck dir das mal an, wie schön das einfach ist. Ja. Der fucking Wasserfall, dann der Sonnenuntergang, die Vögel da. Und das U-Boot. Ohne U-Boot wäre es nicht dasselbe. Das U-Boot. Ach, oh, das ist einfach schön. Sobald du mal spielen möchtest, ich will dir auch nicht die ganze Zeit was vorspielen. Bitte sag Bescheid. Also ich bin gerne gleich. Ich teile gerne das Joypad, während dir die Arschperspektive hin. Es kommt ja nichts Spannendes im Moment. Ich glaube, dass gleich kommt eine nervige Passage. Gut, dann kann ich dir ja noch machen. Kannst du mir dann geben. Dann, ach so, oder so. Man, wer hat ja auch Bock auf Ballern? Ich warte die ganze Zeit auf noch eine Ballersequenz. Erstmal rennen und springen, mein Freund. Bock nochmal zu ballern. Das ist nämlich eigentlich auch bei diesen Teilen ganz gut gelöst, diese Wechsel der Passagen. Also, dass man Rätselpassagen, Actionpassagen und Ballerpassagen hat. Und immer wenn man denkt, so, okay, jetzt könnte ich echt mal ein bisschen Ruhe vertragen, dann lässt das Spiel einen auch erstmal atmen und zeigt eine Zwischensequenz oder zumindest irgendwelche Laufpassagen. Aber so, das ist irgendwie ganz gut dosiert. Ja, ich finde auch, ich fand
ich will es jetzt auch nicht über den grünen Klee loben, als wäre es das beste Spiel aller Zeiten gewesen, aber ich finde, es hat damals Pioniersarbeit geleistet auch, was diese den Mix angeht, aus genau den Elementen. Ich finde, der wurde immer besser. Also wir haben im ersten Teil noch nicht besser, so, ja. Aber zum Beispiel im dritten Teil, ja. Da hat es sich richtig rund angefühlt. Aber ich finde, sie treiben ja auch ein bisschen dadurch die Industrie an. Also andere versuchen es dann dem Spiel nachzumachen und also gerade im ersten Teil war der Mix noch nicht so perfekt. Ne? Also da gab es auch viel, so, da gab es halt auch so Sequenzen, wo immer nur Gegner gepumpt wurden. Dann warst du an der Stelle und Gegner kamen von überall her, so in die richtige Welle, gepumpt. Und das hat alles natürlich nicht so viel Sinn gemacht. Man darf das nicht hinterfragen, logischerweise, ja. Aber ich finde, mit jedem Teil wurde die Balance besser. Ja. Finde ich auch. You're kidding me. Looks like our German friends had a little secret. Die ein oder andere Erinnerung im Chat geht in Richtung des Motion Capturing, die wohl damals, so habe ich es auch in Erinnerung, auch wegweisend war, beziehungsweise echt besser als der Durchschnitt. Was ja irgendwie auch klar ist, weil gegen Sony und so, ja, also Zusammenarbeit mit Sony, und es ist ja ein Prestigeobjekt, hat man sich wirklich Mühe gegeben. Aber was halt Animationen, lebensechte Animationen ausmachen. Cozy. Guck mal hier die geilen Staubeffekte. Ja. Es ist eher so gar nicht darum, dass jetzt jemand irgendwie besonders cool aussieht beim Springen, sondern einfach, dass es menschlich aussieht. Ja, wie jemand wirklich, der gerade rennt über irgendwelchen matschigen Untergrund und springt, ja. Ein bisschen daneben auch immer. Ja. Ja, das stimmt. Also die Animationen sind großartig. Oh hier, Hans. Was macht Hans? Hans? Get this. He's still here. What's that supposed to mean? Yeah, it looks like he was killed. Das ist der Captain, der geht mit seinem U-Boot unter, oder? Ja, klar. Und da das U-Boot nicht untergehen wollte, hat er einfach gewartet. Er ist so da irgendwie verhungert. Der arme Kerl. Ich finde die Vorstellung super. Dass er da sitzt und spuckt weg. Was mache ich denn jetzt? Ich kann den nicht weg. Ich kann den Kuh nicht weg. Versteckte Insel. Find anything, kid? UK 2642. Gotcha. Are you alright? Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. Looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's gonna lead us right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. We've gotta get something out of this trip, or... Or what? Sully? You there? Sullivan? No, es war klar. Also man kann sich natürlich immer so ein bisschen umschauen, einfach weil es halt echt alles super schön ist und auch diese Details und so, aber es ist kein Rollenspiel, ne? Also man lootet nicht, man levelt nicht und dementsprechend muss man jetzt auch nicht um jede Ecke laufen und gucken, ob da irgendwas für einen liegt. Was manchmal auch ganz erfrischend ist. Ja, finde ich auch. Man kann sich irgendwie auf die Umgebung so einlassen und muss nicht immer so alles abklicken oder absuchen. Oh. That's probably bad. Oh shit. Ja. Oh shit. Hallo. Hey, hey. Friends of yours, Sully? I'm Gabriel Roman. Yeah, I know who you are, asshole. Manners, young man. This is just business. Get over there. Easy. Put your hands up. Aye, they're up. See, your friend owes me money, Mr. Drake. A lot of money. So when he told me that you two were onto something big, the find of a lifetime, he said, well, I was intrigued. But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again.
another fool's errand. Jeez, does he always go on like this? Take it easy, Navarro. So, I'm afraid the time is up. Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with you, Nate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. What does a Kriegsmarine map have to do with El Dorado? Kriegsmarine map. What, you think this is a coincidence? The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. So, we square? For now. But just in case you need a reminder... Hey, come on, leave him out of it. Yeah, don't you guys usually just cut off a finger or something? That's far too vulgar. No, I think this will hurt him a bit more. Now, whoa, whoa, whoa. Come on, Roman. He's got nothing to do... Sully! Sully! You son of a bitch! Finally. Du wurdest sauer. Ja. Stop him! He's over there. Okay. Ja, oh, das weiß ich noch. Ja, geil. Da bin ich auszusehen, leider. Eine der schönsten Stellen im Spiel. Den falschen Knopf gekommen. So, jetzt. Oh ja, ja. Jetzt musst du da schön links rumlaufen. Ach, das wird richtig nervig. Weiß ich noch ganz genau, wie ich bei Giga geflucht habe. Und danach Comments gelöscht habe, die gesagt haben, dass ich nicht spielen kann. Das war schon so einfach. So war das damals. Nee, nee, da passiert noch mehr. Das ist doch nicht alles. Da geht noch einiges, glaube ich. Ach ja. Ja, ich bin ein bisschen in love mit Elena. Da deutet sich das schon an. Ne? Sully's dead. What? Yeah. And we're next if we don't get out of here. Oh, God. I'm sorry. Please tell me you have a gun. Of course. Oh, thanks. All right, come on. Aber es ist schon, da kommt noch eine andere Rennszene. Irgendwie, das war's nicht. Oder sie haben es extra für dich abgekürzt. Okay, komm, nee, kannst du leise. Boah. Shit. Oh, das wird tödlich enden. Weil da vielleicht, wenn du jetzt... Ja? Ah! Ey, ich dachte, ich schleiche mich an und dann kommen da noch drei von den Typen. Okay, lass mich noch ein bisschen ballern. Aber siehst du, die Leute sagen es nämlich auch, das habe ich vorhin aber auch gesagt, als wir noch drüber geredet haben, das war nicht bei Giga, das muss bei Giga gewesen sein, oder? Haben Teil 1? Wir haben nämlich auch vorher, für uns ist es ja auch schon eine ganze Weile her, und haben uns überlegt, wann wird es, weil ich weiß, dass ich es irgendwo gespielt habe, vorgestellt habe, aber könnte auch für ein Video für Game On gewesen sein oder so, ich weiß es nicht mehr, aber du sagst auch Giga, oder? Weil die Leute sagen, das könnte nicht sein, aber Giga gab es ja damals. Ja, aber guck mal, du bist ja 2005 schon zu Game On gegangen. Ja, genau, wie kann das denn dann passen? Und ich kam erst 2009 nach Hamburg, ich war ja die ganze Zeit bei Giga noch. Nee, dann muss ich das irgendwie verwechseln. Na gut. Also wir haben das definitiv bei Giga gemacht, das weiß ich noch. Das kam ja 2007 raus, wie gesagt, das war noch Giga Games Zeit. Ich fahre bei euch zu Besuch. Oh, da gibt's ein Maschinengewehr. Nice, nice, nice. Kommst du nochmal her, Boy? Kannst du nicht so schon? So blind schießen? Ja, ja, aber ich dachte, er kommt nochmal hierher. Da hat er so viel Zeit gehabt. Er hätte wirklich visieren und zielen können, aber nein. Das ist der Ding. Ja, es ist wie gesagt schwer, es ist kein Auto-Aim. Also man muss ein bisschen aufpassen. Boah. Der lebt noch. Damals waren Deckungsshooter auch noch relativ neu, ne? Ja, also, ja, also ich weiß es gar nicht, Gears of War hat... Ja, hat damit angefangen. Oh, also hat es populärer wieder gemacht, ja. Stimmt, das stimmt. Aber ich meine, dass es heute eigentlich jeder Shooter hat ein Deckungsprinzip. Irgendeine Art von Deckung, oder? Auch dieses über die Hürden hechten.
Das sind alles so Dinge, die sind heute irgendwie Usus. Sobald man eine Waffe in der Hand haben kann und es Hürden gibt, gibt es auch Wege, damit irgendwie taktisch sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber ich meine, damals gab es wirklich noch eine Menge Spiele, wo du teilweise rumgelaufen bist und du konntest nicht wirklich in Deckung gehen, außer du hast dich halt hinter einer Säule so mit dem Fadenkreuz versteckt, so wie du es jetzt im Grunde auch machst. Das darf man nicht vergessen. Das darf man niemals vergessen. Ja, das ist gegen das Vergessen. Gegen das Vergessen, ja. So, als kompletten Weg nochmal zurück. Muss ich hier runter? Nee. Oder muss ich hier doch? Nee, da hinten geht's hoch. Hier waren wir überall schon. Ach, das ist Nostalgie. Wow. Juhu. So, gib mir die Muni. So, ey, du bist gleich dran mit Spielen. Es macht mir gerade Spaß. Also, wie tue ich mich schwer, das Pad abzugeben? Aber ja, macht wer. Du hast das, gut direkt gleich zu spielen. Du bist alles gut. Ich guck gern zu. Okay, nach der Werbung bist du dran. Ich finde es ganz angenehm, den Druck nicht zu spüren, und du machst das ja auch gut. Oh, hast du ihm einfach sein Gesicht zu Preiselbeeren zerschossen. Ja, hast du gesehen, dass da weggespratzt ist? Ja, das macht aber auch Spaß dann so. Es macht auch, ohne Auto-Aim macht ehrlich gesagt viel mehr Spaß, weil man das Gefühl hat, man das ist dir selbst erarbeitet. Ja, ist so. Never a dull moment, huh? Just keep your head down. These guys aren't messing around. Da ist die Leiter da hinten. Okay, die Leiter werden wir gleich erklimmen. Die Frage ist, was ist oben? Endet die Leiter? Viele Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben, weil der Nils nicht nach oben gucken wird mit der Kamera. Dann ist so ein großes Geheimnis. Oh, na super. Was? Achso, was hab ich? Jetzt schalten die alle ab, weil der größte Spoiler ist schon, du bist kein Shyamalan. Was habe ich getan? Jetzt wissen die Leute, dass da oben die Leiter endet. Wir werden aber nicht hochgehen. Jetzt geht er noch hoch. Wir werden auf dieser Leiter stehen bleiben und uns überlegen, was machen wir mit unserem Leben? Studieren wir vielleicht nochmal? Ja, das ist gut. Wir sind in der Leiter des Lebens und wissen nicht, gehen wir hoch, gehen wir runter, rutschen wir ab. Ja. Sind da oben überhaupt noch Sprossen? Man weiß es nicht. Ist da eine gläserne Decke vielleicht sogar? Das könnte sein. Oder treten die 1% von oben mit ihren goldbesetzten Platin-Schuhen? Treten uns nach unten, aber wir können zumindest durchgucken nach oben. Ja. So, wir sind gleich wieder da mit Uncharted und dann muss ich leider das Pad abgeben, auch wenn meine Hände so ganz schwer damit tun. Bis gleich. Schon gut.